Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Shin-chan. Heute macht Tim bei der Morgengymnastik mit. Seht her, ab heute wache ich auch bei der Morgengymnastik mit. Wer? Die Sprecherin? Das wüsste ich gerne. Wir müssen da durch, ich sag's immer wieder. Ich zwinge euch dazu. Das mache ich nicht alleine und überspringen tue ich nicht. Das könnt ihr vergessen. So einer bin ich. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet, nicht wahr? Dass ich das durchziehe. Damit nicht. Also dann guten Appetit. Itadakimasu. Morgens ist es noch angenehm kühl. Das ist nun also euer erster Morgen im Pampa. Für mich ist es überhaupt nicht der erste Morgen. Du hast nur schon wieder komisches Zeug geträumt, Junge. Natürlich. Das war sehr lecker. Ist gut. Ja. Lecker, lecker. Guten Morgen. Theo? Was? Wer ist denn der junge Mann, der gerade zur Tür hereinkommt? Nanu, wer bist du denn, kleiner Mann? Mein Name ist Theo. Ich mag dieses Restaurant. Es weht immer ein laues Lüftchen herein. Deswegen arbeite ich hier gerne. Und auch in meiner Freizeit lese ich hier gerne ein gutes Buch zum Entspannen. Theo wirkt ganz sympathisch. Hey Kumpel, ich bin Shinosuke Nohara. Da bist du ja wieder. Hallo. Ich dachte, du wärst noch auf Reisen. Das war der Plan, aber als ich hörte, dass die Dinosaurier aufgetaucht sind, habe ich mich Sorgen gemacht und sofort die Heimreise angetreten. Das ist lieb von dir, aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Nichtsdestotrotz kannst du meine Hilfe im Restaurant ja sicher gut gebrauchen, oder? Das stimmt schon. Kannst du gleich morgen wieder anfangen? Klar, ich werde da sein. Und tschüss. Wieso sehen die alle so ähnlich? Guck mal, kannst du das auch? Das ist der Po-Boogie-Woogie. Ich glaube nicht, aber ich werde es üben. Aber sag mal, wollen wir ein bisschen spazieren gehen? Ich habe eh nichts anderes zu tun. Wenn ich mein Po dabei überall hinstrecken darf, klar doch. Das sehen wir dann. Ich muss aber kurz mein Gepäck zu Hause ablegen. Wir treffen uns vom Kirishima-Markt. Das ist der Laden neben dem Curry-Restaurant. Pass auf, dass du nicht von den Dinosauriern zertrampelt wirst. Am besten gehst du so weit wie möglich am Rand der Straße entlang. Alles klärchen. Aber zuerst gehen wir nochmal rein. Und alle jup. So, ich will mal gucken, ob wir hier vielleicht das Buch finden, was uns mal angeteased wurde. Hier steht einige Enzyklopädien, ja. Eventuell oben irgendwo. Hopp, hopp, hopp. Dürfen wir mittlerweile irgendwie da rein? Nee, die Tür, der klemmt. So, Treppe runter, dann gehen wir wieder raus. So, wir haben ja eigentlich, wir sollten uns eigentlich so mit ihm treffen, ne? Aber ich würde gerne... Wir werden wahrscheinlich eh dahin irgendwann kommen, wo wir noch nicht waren. Aber... Ich will es ausprobieren. Ja, okay, er will wirklich nicht durch. Nein, flieg nicht weg! Habe ich dich. Eine Honigbiene, hat sich ja mega gelohnt. So. Und nochmal Trichter fahren. Gut, vor dem Kirishima-Markt sollen wir uns mit ihm treffen. Dann machen wir das auch. Was ist los? Hast du Sorgen? Hey, was machst du? Ich musste an das Buch denken, an dem unsere Mutter uns früher immer vorgelesen hat. Ich frage mich, wo es bloß sein kann. Aber ganz anderes Thema. Kommst du mit deiner Ideensuche für ein neues Menü voran? Ich bin dabei, keine Sorge. Ich mag übrigens die Wassermelonen, die hier angebaut werden. Shinosuke hat etwas über Wassermelonen erfahren. Danke. Schreiben wir uns mal direkt mal auf, ne? So. Theo ist da. Wir sind zum Spaziergang verabredet. Theo ist angekommen. Ich bringe ihn den Po-Boogie-Boogie bei. Die Gegend ist berühmt für ihre Wassermelonen. So, dann. Da wartet er schon.
Kühe sind noch nicht weg, das ist eigentlich schade. Da bin ich. Da bist du ja, Kleiner. Ich habe auf dich gewartet. Echt, das so? Wusstest du, dass man von hier als Flussuferweg kommt? Ja. Echt? Bin ich schon auf den Land gegangen. Aber die Kühe sind im Weg, also bringt es wieder nichts, hier runter zu gehen. Ach, verdammt, die Kühe versperren den Weg. Vielleicht bewegen sie sich, wenn wir sie zum Tanzen animieren. Po, Boogie Boogie. Das bezweifle ich. Baby Sinclair. Was für ein Glück, der Dinosaurier hat die Kühe mit einer einzigen Brille verjagt. Das war voll cool. Jetzt sind die Kühe wieder auf ihrer Wiese. Das hier ist die Bergfußweide. Logischerweise müsste es also auch eine Berggipfelweide geben. Wieso das? Alles auf der Welt hat zwei Seiten. Oben und unten, Wasser und Feuer, Erde und Himmel. So erklärt sich alles. Jetzt aber zur Seilbahn. Ich warte vor der Station auf dich. Seilbahn, Leute! Ah, vorher sammeln wir hier was ein. Yay! Trichter fahren und irgendwo ist hier auch Getier. War aber nur ein kleiner Kohlweißling. War da nicht noch was? Da. Und nochmal Kohlweißling. Und ich sehe Fische. Fische. Kann ich hier angeln? Hier? Oder nur oder hier? Angeln. Blub. Beiß an. Ein Ölbitter legen. Und da kann ich da auch angeln? Weil das ist ja auch ein Fisch. Nee. Ja gut. Runter oder hoch? Ich weiß es nicht. Neue Gegenden, ne? Ich nehme einfach alles mit, auch wenn wir es schon wahrscheinlich 100 Mal haben. Da oben steht aber schon jemand. Und wir sind bei den Gleisen angekommen. Und alle-up. Wasser, den Schwimmer rein. Und hoffen, dass was Gutes anbeißt. Und was beißt an? Weiß ich nicht. Werde jetzt herausfinden. Achso, ja. Die Dino hat die Kühe vertrieben. Jetzt kann ich wieder weitergehen. Danke, danke. Riesenbarsch. Einer der drei bekanntesten Fische Japans. Kann bis zu einem Meter lang werden. Was? Ein Meter so groß? Wirklich? Das ist krass. Holen wir uns gleich ein paar mehr. Wahrscheinlich brauchen wir die sowieso. Na komm jetzt. Spiel nicht damit rum. Man spielt nicht mit Essen. Fress oder stirb. Du trollst doch. Der trollt. Du dämlicher Fisch. Oha. Ein Rombois Bitterling. Ein Fisch, der bevorzugt nahe Wasserpflanzen lebt. Fällt es seine schönen Farben auf. Tja. Und blub. Wir müssen ja ein bisschen angeln, ne? Das muss ja auch sein. Ja, cool. Warum kann das nicht so alles so schnell gehen? Da muss man hier nicht so tun, als. Ne? Ein Riesenarsch. Habe ich nicht gesagt. Einmal noch, dann gehen wir hoch, ne? Gut. Okay, was ist das? Blaubandgründling. Ein kleiner, aber sehr leckerer Fisch, wenn man ihn mit Sojasauce schmort. Oh, das hört sich wirklich lecker an. Nun gehen wir mal hoch. Treppen. Warum sind die Treppen so mal so anstrengend? Hallo, Seilbahn. Da bist du ja.
Papa darf mit diesem Fremdmann Seilbahn fahren. Das ist die Seilbahnstation. Von hier aus kann man mit der Gondel zum Gipfel des Pampa-Bergs fahren. Aber die ist nicht in Betrieb. Darf ich auch fahren? Natürlich. Ach, ist das so. Du kannst einfach hier einsteigen und zur Berggipfelstation fahren. Wenn du wieder runter willst, fährst du genau die gleiche Strecke wieder zurück. Das ist der Sinn einer Seilbahn. Das ist ein Seil von A nach B. Alles klar. Gehen wir als nächstes zum Bahnhof. Wieso? Ich will Seilbahn fahren. Ach nö. Papa, ich gehe mit dem fremden Mann zum Bahnhof. Darf ich? Von hier fährt der Zug nach Kumamoto. Und jetzt will ich dir noch ein kleines Wunder zeigen. Genau das gleiche Gesicht habe ich. Habe ich recht? Geil, oder? Sie hat der Knaller. Yep, wir sind Drillinge. Drillinge? Damit hast du nicht gerechnet, was? Ich bin Tim. Ich bin Tom. Ich bin Theo. Die Mutter hatte wahrscheinlich sehr viel Spaß, Alter. Tim, Tom, Theo. Was für ein überraschendes Ende für diese Tour. Damit hat Shinshan nicht gerechnet. Was für ein lustiger Haufen. Gut. Und sonst so? Heute ist schönes Wetter. Solange über den Bergen keine Wolken sind, bleibt es eine ganze Weile heiter. Wenn keine Wolken am Himmel sind, bist du heiter? Das Wetter meine ich. Heiter bedeutet, dass die Sonne scheint, so wie jetzt. Du hast doch bestimmt von dem Gerücht gehört, dass die Dinosaurier Bahnschienen fressen, oder? Das ist völliger Humbug, der aus heiterem Himmel kam. Hahaha. Kann ich auf die Bank setzen? Nee. Hallo, Rocco. Hat es dich überrascht, dass wir Drillinge sind? Boah, weiß ich nicht. Schreibe ich mir erstmal ein Tagebuch, ne? Die Seilbahn, die am blauen Himmel dahin saust. Es gibt wohl eine Haltestelle beim Bahnhof und auf dem Berg. Tim, Tom und Theo, ein tolles Trio. Total trollige Drillinge. Die üblichen Gerüchte über Dinosaurier scheinen falsch zu sein. Merke ich mir mal. Ich will das Seil... Halt! Halt! Wo ist das denn? Ich will sterben! Ich will... Lass mich auf die Schienen! Ich will sterben! Lass mich auf die Schienen! Superstes Lebel lebt an sauberen Bächen und ist ein lebendes Fossil. Na gut. Wir gehen... Die Seil... Wir benutzen jetzt die Seilbahn. Was auch immer passiert. Ein Ritterfalter. Rein da. Ich kann nicht. Das ist Seilbahnstation. Zurzeit sind sie nicht besetzt. Ha, ha, ha. Ich kann damit fahren. Betonung liegt auf kann. Nun denn, wir haben sowieso viel zu erkunden, wo wir noch nicht waren. Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Da muss ich einmal angeln. Tut mir leid, Leute, aber das, hier muss ich einmal eine kurze Zeit lang bleiben. Na, kommst du wohl nach Hause? Zu Papa. Schon wieder irgendwas Unbekanntes. Ein Koi-Karpfen, ein schöner Fisch, der bis so unglaublich 60 Jahre alt werden kann. So alt, wirklich? Na komm, du auch noch. Wusste ich nicht, dass sie so alt werden können. Aber man lädt ja bekanntlich nie aus. Na komm. Danke. Ein Rombeo aus Bitterling. Sonst haben wir nichts. Ich will keine Rührhüpfe, aber geht leider nicht. Angel wechseln. Stockangel? Oha! Wann habe ich die denn gekriegt? Ey, ich bin unter den Schienen. Tu nicht so. Unter den Schienen bin ich. Ich weiß gar nicht, wo wir herkommen. Hier kommen wir her. Dann gehen wir mal da unten lang.
Oh, herrlich hier einfach alles. Kleiner Kohlweißling und Ritterfalter. Alter Falter, zwei Stück. Trichter fahren. Haben wir hier noch irgendwas? Laubheuschrecke angeln. Und alle-up, Wasser rein. Jetzt habe ich zu früh. Ich war ungeduldig. Tut mir leid, Leute. Na komm jetzt. Danke. Was bist du? Blaubandkrüttling. Und jetzt auch du da. Blub. Wie so ein Fisch. Wieso sind Fische im Videospiel eigentlich immer so dämlich? Weiß nicht, ich frag nur. Ein Riesenarsch. So, da auch noch. Trichter fahren. Haben die Bäume irgendwas zu tun? Irgendwas? Ich will irgendwas glitzern sehen. Oha. Was ist das? Ding, ding, ding. Hier ist kein Bahnübergang, aber ich kann das Geräusch eines Bahnübergangs hören. Eine Faulbaumgrille verbringt den Großteil des Lebens auf Bäumen. Kann nur schlecht fliegen. Ach, da war auch was? Ich habe nur Spaß da gemacht. Nashornkäfer. Sonst nichts, ne? Nee. Also wirklich eine Laubheuschrecke. Ach, jetzt sind wir hier unter den. Da hinten, ich sehe den Markt. Ich sehe den Markt. Spring. Hopp. 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 Ein Schwalbenschwanz. Ja. Yeah. Und noch ein Schwalbenschwanz. Und einmal angeln. Wo kann ich angeln? Hier. Hopp. Ich will ja auch am Ende des Displays so viele Fische und so viele gedingstet haben. Also ich will zumindest alles, alle Arten haben, ne? Das ist mein Ziel. Also soweit das Let's Play möglich ist, ne? Das will ich erreichen. Ich will kein 100% Let's Play machen. Das wird nicht passieren, aber ich möchte zumindest so viel wie möglich erreicht haben. So, ich wollte gerade sagen, beiß bitte an. Was ist das? Ein Ölbütterling. Lecker. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ach, da oben. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, kommen wir wahrscheinlich wieder zur. Nee, gar nicht. Was sind wir denn hier? Hallo? Lassen wir eingefangen? Oh, da will ich auch nochmal angeln. Oh, hupp. Ich will ja jeden Fluss einmal geangelt haben, von jeder Perspektive aus. Es war vielleicht nur ein Fluss hier im gesamten Spiel. Aber ich will jetzt wirklich jede Perspektive mitgenommen haben. Da oben ist die Gondel. Die nicht besetzt ist, aber die da fährt. Nett, ne? Noch ein Ölbitterling. Ah, jetzt sind wir hier. Na, ich weiß nicht, ich sollte aufhören, alles zu fangen. Irgendwie macht das ja auch Spaß. So, dann gehen wir mal hoch. Unser Essenvorrat sagt auch, alles noch in Ordnung. Ich will versuchen, mal mit der Gondel zu fahren. Das war hier lang, dann hier lang. Stimmt, das ist weg, ne? So, Gondel. Die Gondel kommt, da taucht auch gerade ein. Die taucht auch gerade auf. Das hätte ich besetzt. Ist mir egal, ich will da rein. Die Gondel steht da. Come on, das liegt doch da drinne. Na gut, man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Dann halt nicht. Haben wir hier irgendwas noch? Perilia, da gehen wir nach Hause. So, was ist los? Grüß dich, ich bin immer noch ziemlich sicher, dich schon mal gesehen zu haben. Ich war ja auch schon zigmal hier. Ernsthaft? Da bilde ich mir das nicht nur ein.
Nee, wirklich. Da weißt du sicher, was mich schon lange beschäftigt. Eines meiner Currys, an dem ich jahrelang geforscht habe. Ist so scharf geworden, dass niemand es essen mag. Das ist echt übel. Das kannst du laut sagen. Ein Curry, das so scharf ist, als dass ich immer essen kann. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass es zur Lösung des Dinosaurier-Chaos im Dorf beitragen würde. Ja, wir fehlen ein paar Pfefferschoten. Ich weiß, ja, Dann gehen wir mal kurz neben nach Hause. Geh nach Hause. So. Ach, wir können auch mal mit ihnen reden, nicht wahr? Hi. Hi. Es war bestimmt ein Schock für dich, echte Dinos hier zu sehen. Regelmäßig verschwinden die Wäsche vor den Wäschlein. Und selbst Straßensperren und Schilder. Dass Dinos daran schuld sind, ist aber nur ein Gerücht. Ach so. Halt, da ist irgendwas. Ein 7-Punkt. Oh, mein Essen. Ich will nicht umkippen. Alter, das war gerade vor kurz vor knapp. Ach, du fragst noch, wo das Buch ist, ne? Ich weiß. Kann ich hier rein? Oh. Wer steht denn da bei dir im Garten? Bei mir im Garten? Es gehört sich nicht, bei anderen Leuten in die Häuser zu starren. Ach, sie ist die Erzählerin. Ach, das ist ja nett gemacht. Mit der Silhouette, auch schön. Auch sehr, sehr schön. Darf ich jetzt da vorbei? Nein, da darf ich nicht vorbei. Ich kann nicht vorbei, ich traue mich nicht. Zu gefährlich. Na gut, dann machen wir mal kurz hier Bescheid sagen. Ich überlege ganz halt, wie ich die Gäste begrüßen soll. Was findest du besser? Die normale Version? Willkommen. Die langgezogene Version? Willkommen. Oder die kurze Version? Mach das wie die meisten in japanischen Rollenspielen, wenn die Verkäufer einfach... Irashai! Willkommen. Mir ist alles recht. Hauptsache, das klingt freundlich. Ich hoffe, du findest eine gute Idee für ein neues Menü, Shin-chan. Ich koche übrigens hervorragende Ramen. Man kann Ramen kochen? Nicht Ramen. Ramen. Die Nudeln. Meine sind mitteldick und ich reibe sie mit Knoblauch ein. Oh, geil. Boah. Vielleicht hilft es irgendwie. Danke. Ich will sogar über das Ramen erfahren. Sag mal, warum hilft Lalako eigentlich nicht im Laden mit? Oh. Da hat Shinosuke anscheinend einen Nerv getroffen. Ich wüsste das auch gerne. Warum hilft Lalako im Laden nicht aus? Weißt du, Lalako hat ein Geheimnis. Ist sie in Wirklichkeit ein Alien? Nicht so ein Geheimnis. Früher hat sie oft im Laden ausgeholfen. Aber sie hat sich sehr ungeschickt angestellt und viele Fehler gemacht. Das hat an ihrem Selbstbewusstsein genagt, sodass sie aufgegeben hat. Meinst du sowas wie, sie sollte eine Bestellung für eine Person bearbeiten, hat aus Versehen 10 gemacht? Eher das Fünffache. Das Fünffache von 10? Also 3? 50! Ich weiß auch nicht, wie sie das geschafft hat. Alles, was sie in der Küche angerührt hat, ist sofort kaputt gegangen. Das war natürlich auch nicht gerade förderlich. Ich würde sie schon gerne wieder in die Küche lassen. Aber es ist halt nicht so einfach nach allem, was passiert ist. Gib mir Punkte! Yen! Ja. Gib mir die Bezahlung. Danke. Deswegen bin ich eigentlich hier. Was interessiert mich euer Restaurant? Ich will bezahlt werden. So, und was wir auch noch machen können, ist einmal zum Dingens gehen. Dem haben wir auch noch Zeit. Locker. Hallo, Dino. Boom, boom. So. Wenn mein Leben ein Roman wäre, würde die Einleitung dieses Kapitels lauten. Und so ergab es sich, dass Studentin Yoshiko, die als Aushilfe im Zeit des Verlags begann, sich in ihren wesentlich älteren Chef verliebte. Was zur Hölle ist hier los? Oh, übersteuere ich? Ich tut mir leid. Ich versuche das mal zu meiden. Weil, Windows hat neue Einstellungen gehabt. Ich hoffe, ihr habt die ganze Zeit übersteuert. Tag für Tag versteckte sich Yoshiko hinter den Spinden, um ihren Chef zu beobachten.
Es gab nämlich Windows-Update, müsst ihr wissen. Während sie heimlich jeden seiner Schritte verfolgt. Ich stelle mal kurz was ein, damit ich das jetzt ausmerze. Mitten im Part werde ich es einmal kurz einstellen. Ihr hört mich, ich werde immer leiser. Und zwar stelle ich einfach minus 3 Dezibel. Damit das alles ganz gut ist. So. Sollte jetzt funktionieren. Wenn ich ganz laut werde. Tut mir leid. Während er hier seine Schritte verfolgte. Träumt es davon, irgendwann Hand in Hand mit ihm gehen zu können. Ha. Bist du unter die Detektive gegangen, Süße? Seit wann stehst du da schon? Das ist keine Antwort auf meine Frage. Mensch, ich habe mich echt zu Tode erschrocken. Wenn das jetzt eine Szene in einem Roman wäre, würde die Einleitung ungefähr so lauten. Auf einmal schlägt sie einen Schatten von hinten heran. Wer konnte das nur sein? Ich bin Shinnosuke Nohara, 5 Jahre alt. Ich heiße Yoshiko Kurokami. Ich gehe eigentlich zur Uni, aber nebenbei helfe ich im Verlag aus. Wir wissen Bescheid. Das wissen wir. Was sagst du da? Ihr wart auf dem Weg zurück nach Kasukawa, als die Zeit wieder zurückgedreht wurde? Der Chef sitzt die ganze Zeit da. Genau, das klingt zwar unglaublich, aber es war wirklich so. Shin-chan, ich glaube dir. Ach, dass ich dir ein Versprechen. Auch dass ich dir ein Versprechen gegeben haben soll. Wenn du mir hilfst, unsere Zeitung wieder so groß und erfolgreich zu machen, wie sie früher mal war, dann gehe ich mit dir auf ein Date. Das verspreche ich dir noch einmal. Sozusagen als Testlauf für dein erstes richtiges Date. Geilo Matiko. Na nun, wir haben heute einen Besucher. Ich war schon zigmal hier, Mann. Hey, du hast da ja eine richtige tolle Kamera. Mit der bin ich als Reporter unterwegs. Das ist toll. Ist sie in den Chef verknallt, Alter? Was zur Hölle ist? Und wieder ist Shin-chan zum Kinderreporter der örtlichen Zeitung geworden. Und wenn du mir tolle Artikel schreibst, kriegst du von mir ein kleines Taschengeld als Bezahlung. Kinderkartikel. Guck mal hier. Ja. Das ist mega viel, ne? Wir haben dank deiner Artikel 541 neue Abonnenten gewonnen. Das ist 290 wie ein Taschengeld. Danke. Ich hänge die gedruckte Version daran an Spind. Gut. Ja, das haben wir ja schon, ne? So, warte mal. Ninja Curry. Ein Schatz Curry, das keiner essen kann. Nicht gut für einen Curryladen. Eine Prise Zucker könnte helfen. Naja, eigentlich nicht so, aber ja. Tante Yoyoko kann super leckere Rahm machen. Tante Yoyokos Lieblingsgericht. Rahm mit mitteldicken Nudeln und Röstknoblauch. 50 Portion, das war schief gelaufen, ja. Lalakos großer Ungeschick. Lalakos großes Ungeschick. Was kostet 50 Portion überhaupt? Ich weiß nicht, mir auch egal. Ja. Yoshiko beobachtet Chef heimlich. Yoshiko beobachtet jeden Schritt von Chef. Ja. Hier wurde der Reporter. Ich wurde ja zum Reporter ernannt. Geschafft, ich habe 50 Zeitungsartikel abgeliefert. Prima, oder? Richtig. Sehr gut. Hi. Aktuell sieht es so im Verlag aus. Heute hat der Verlag 541 neue Abonnenten gewonnen. Das ist ein großer Schritt für unsere Zeitung. Unsere Verkaufszahlen sind ganz schön gestiegen. Gute Arbeit, Shin-chan. Ja, das Ziel erreicht. Aktuelle Auflagen 1300 Warszahl. Unser Verlag ist ordentlich gewachsen. Das haben wir nur dir zu verdanken. Dankeschön. Glückwunsch. Dank dir sind unsere Verkaufszahlen gestiegen und der Verlag gewachsen. Unsere neue Zeitung heißt Pampa Rundschau. Da unsere Zahlen so massiv gestiegen sind, hast du dir einen Bonus verdient. Glückwunsch. Yeah, 8 Nummer 3 auf das Leben. HP 50. Wow, und noch mehr? Oha, Spezialangriff plus 50. Ass im Ärmel. Sonst so? Ja, wir gucken mal durch die Ziele. So, warte. Der Zeitungsverlag ist gewachsen. Der neue Name lautet Pampa Kinderblatt. Durch mich wurde die Zeitung berühmter. Sie heißt jetzt Pampa Kinderblatt. Das haben wir vergessen, ne? Ja, Rundschau. Okay, gut. So, Ziele. Irgendwo, wo sind die Ziele? Da. Ja. 3000 Yen ist unser nächstes Ziel. Er spielt 5 Tracks DJ. Yeah. Sieht alle Ladenschilder an. Was? Benutzt alle Treppen, es fehlen noch 4. Passiert alle Brücken. Ja, okay. Okay. Also das Hinweis, der Tutorial, ne? Tierbuch. Da fehlen halt wirklich Fische, fehlen halt wirklich noch viele Insekten. Wow. Gerade mal die Hälfte.
Na gut. Oder warte mal. Ah, das ist unser Bildertagebuch, ne? Ja. Gut. Das war heute wieder sehr, sehr ereignisreicher Tag, ne? Wir sind jetzt schon bei 30 Minuten, Leute. Jetzt schon. Aber jetzt aber nach Hause. Lack, willst du mich abholen? Wie hast du mich eigentlich gefunden? Der weiß, wo ich bin, immer. Ja. Itadakimasu. Der Zeitungsverlag hat dank Shinusuke einen Haufen neuer Abonnenten gewonnen. Gut gemacht, Shinusuke. Glückwunsch, Shin-Chan. Wir haben der Zeitung auch einen neuen Namen gegeben, um der gestiegenen Auflage gerecht zu werden. Der neue Name lautet Pampa Rundschau. Damit ist unsere Zeitung die größte Zeitung in ganz Kyushu. An der Vorstelle mitarbeiten. Das ist ja wundervoll. Das ist echt toll, Shinusuke. Dank meiner Kinderkanickel. Ja. Ja, danke. Bitteschön, gern geschehen. Ich finde übrigens, dass ihr ein gutes Pärchen wärt. Wen meinst du? Dich und Theo. Was? Niemals. Nicht mit diesem Taugenichts. So schlimm ist er nun auch nicht. Was soll das heißen? Sag schon, raus mit der Sprache. Hast du es ihm schon gesagt? Ey, was soll das? Wieso wird da sogar Chef rot? Was? So angenehm. Es ist, als würde man den ganzen Stress des Tages von sich waschen. Da glaube ich dir gerne. Na, ist doch draußen gefällig. Sag Bescheid. Ja, okay. Bescheid. Sternchen? Aha. Sind Tante Yoyoko und Theo etwa verliebt? Tante Yoyoko und Theo. Sogar Chef kriegt rote Ohren, wenn er ihre Geschichten hört. Ich will nicht schlafen gehen. Na, wie nenne ich dich? Ein Tipp, ich meine eine historische Person. Oh, ich weiß. Wie hieß sie nochmal? Hihiko. Wer heißt denn Hihihi? Hihihi? Ich darf immer noch nicht hoch, ne? Also in den Dings rein, in den Raum. Vielleicht brauchen wir irgendwann später was. Ja, ich mach. Masulachse, ich weiß immer noch nicht, wo ich. Ich hab schon wieder vergessen, wo ich Masulachs herbekomme. Dann vergesse ich halt immer sowas. Sowas höre ich sehr gerne. So, ansonsten ist hier ja auch nichts wirklich nichts Spannendes passiert. Außer, dass er da jetzt steht die ganze Zeit. Rocco! Hallo, kleiner Mann. Sei vorsichtig, wenn du über Bahnübergänge gehst, ja? Die großen Überhänge sind meist nicht echt. Übergänge nicht, Überhänge. Ich habe Züge schon als Kleinkind geliebt. Mein Vater war damals Stationsvorsteher. Aha, wieso steht ein Auto? Tims Vater war Stationsvorsteher, bestimmt da aus wie die drei Brüder. Ich erkläre das später Lalako, sonst versteht's nur Bahnhof. Ich will nicht schlafen, wieso steht ein Auto? Da ist ein Auto! Das ist neu! Oh, laber mich nicht dicht! Nein! Tut mir leid, aber da steht ein Auto. Wir müssen das auf den Grund gehen. Geh aus dem Weg, da ist ein Auto. Wer wohnt hier? Mann, ich sehe doch nichts. Hm. Kann ich hier in den Dings rein? Nee. Ritterfalter. Düpp. Wir können da irgendwie angeln von hier aus, aber hier ist irgendwie, das ist halt der Staudamm, ne? Irgendwie müssen wir den Staudamm später noch stoppen. Naja. Wir gehen mal Zähne putzen.
Nein, es ist vorbei, Leute, es ist vorbei. Wir müssen schlafen gehen. Huch. Lalako, schlaf gut, Shinosuke. Oh, mal die Mutter, nicht die Mutter. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.